Yeah, since good 20 hours for the year slips away, doesn't it? Yeah, back in town, we come with a workshop. There's something I need to show you. Der Dude, der dich höchstwahrscheinlich umbringen will. So, der Dude, der. Sonst warte mal, Run wäre da, da. Ich glaube, mit dem Controller wäre es jetzt auch nicht so schwer, aber ich versuch's jetzt mal mit Maus und Tastatur. Oh! Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Find the Ink Machine. Gut, dass ich instant weiß, wonach ich. Wow. Ja, es ist ziemlich hohe Maus-Sensitivity. Kann ich das mal irgendwo? Brightness. Ich kann die Brightness sogar noch hochstellen. Oh, das ist much more nice. Okay, Moment. Kann ich irgendwo die Maus-Sensitivity. Ah, hier. Hier. Kann ich ein bisschen runterschalten. Ah, viel schöner. Okay. Den Rest sollte man hinkriegen. Hm. No. Einfach nur no. Achso, die Highlighten dann. Oh. Okay. Cool. Ich habe keinen Schatten. Mal wieder ganz schön. Ah, ich existiere also nicht. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich habe keinen Schatten. Dass ich einen Schatten habe, war mir eigentlich schon klar. Das sagt man mir ständig. Das ist also nichts ungewöhnlich Neues. Geh, Kätchen. Alter. Nimm das, Stuhl. Take that. Ich habe ja keine Weapon, also... Ja, gut. Ich würde nur die ganze... Alter, das tröpfelt da ja immer noch. Alter Verwalter. Ruf den fucking Klempner. Das ist ja nicht mehr gesund. The Dancing Demon. Ja, gut. Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. This chair? Das ist derselbe Stuhl wie der da hinten. Und by the way, dein Dings war hier in einem Gang. Du musstest in einem... Alter, arme Sau. Weißt du, andere Leute kriegen wenigstens noch ein Büro. Du kriegst einfach nur einen Gang. Du tust mir echt leid, Dude. Ah, it's locked. Hey, mein Dude. Ich darf mit dir nicht interagieren, okay. Dreams come true. Little devil darling. Ah, ja. Genau wie solche Klassiker, ich habe deinen Kopf aufgegessen und deine Gedärme schmecken nach Zimt. Klassiker. Inkmaschinen, ja, das ist doch schon mal. Also Ink so haben wir... Ink machine, huh? Wonder how you turn it on. Wirklich? Das ist dein großer Concern? Das ist das, was dich jetzt interessiert, my dude? Also nur mal so, es tropft hier... Ink. Es tropft Tinte von der Decke und dein fucking Problem ist es, wie das Scheißding angeht. Das ist wirklich dein einziges Problem. Mein Dude, du hast echt Sorgen. Hey, Stinky. Richtig. Och, ich kann mir auch nichts untergeben. Man darf ja aber auch nicht mal Spaß haben hier. Mann, 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 oh Mann. Du, ne, Pappaufsteller. Was ist das denn? Okay. Klingt nicht so gesund, aber okay. Auch zu. Ah. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich das trinke, in mir behalte. Aber es wird schon seinen Sinn haben. Funktioniert nicht. Ah, hier. The Power Flow. Es spürt den Flow nicht. Okay, Chef, ich habe schon verstanden. Hatten wir das nicht in dem einen Stream schon mal? Pure Darkness. Ah, das sind Heil-Items. Ich wusste nicht mal, dass ich irgendwo... Ja, super. Also Heil-Items habe ich jetzt schon mal keine mehr. Das ist schon mal ganz toll. Es ist,
Gut, dass ich das jetzt weiß. Habe ich dich nicht gerade eben... Dass man jetzt mal dabei stehen muss, ne? Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Bioshock gespielt, wo du einfach das Ding anmachst und dann heißt es ja... Ja, Mensch. Ja, Mensch. Ja, Mensch, mein Dude. Oh mein Gott. Joey, what were you doing? Hi, Goofy. Ajak! Mir fehlt das Herz, Ajak! This is quite morbid. Okay. Shortcut? Nee, anderer Weg. Shortcut? Shortcut. A cut of short. A short of cutness. So ganz unter uns, Gooby. Ich vertraue dir nicht. Alright, how do I get this to work? I don't want this to work. Collect needed... Warte, what? Collect needed objects. Also ein Buch, ein so ein Ding, eine Note. Pressure low. Ja gut, das kann, okay, das kann jetzt natürlich ein bisschen was werden. Kann ich mich irgendwie ducken? Hi. Na? Du standst eben noch nicht hier. Who put this here? You smiling fuck. Okay. Beunruhigen. Who's laughing now? Gute Frage. Ich glaube niemand. Gooby, hast du zufälligerweise etwas, was ich brauche? I think not. Gut, wo kriegen wir jetzt den ganzen Jazz her? Ich meine, Jazz haben sie offenbar genug hier. Ja, definitiv eine Kingdom Hearts 3 Anspielung. Das kommt hier garantiert alles in Kingdom Hearts 3 vor. Klinken, klinken. Na gut. Und hier ist Mr. Bendyfuck. Ach, die Sachen blinken sogar. Oh. Ja, Mensch. Oh. I was not here before. Was I? Always on time. Ka-ching. Nice. Immerhin komme ich rechtzeitig zur Arbeit. Boah, noch mehr Highlight-Items. Spiel schmeißt einen wirklich damit zu. Like it's going to kill me. Da kann ich nicht hin. Which is sad. Whoa. Ah. Na schon. Oh ja, das sieht lecker aus. Okay, wir suchen also solche blinkenden Gerätschaften. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich durchaus arbeiten. Ich suche also Blinky Bills. Ach, schau mal einer. Noch ein Blinky Bill. Ist da nicht noch gerade hinter dem Stuhl? Vor allem mir gefällt es nicht, dass das Spiel mir sagt, ich habe eine Waffe und dabei habe ich keine. Alles, was ich habe, sind meine Füße. Und meine Füße, those boots are made for walking. And that's just what they do. Wo ist der jetzt schon wieder? Gooby, du musst echt aufhören, hier mal alles umzuräumen, wenn ich nicht hingucke, ja? Mal ohne Witz, es ist nicht höflich. Aber gut, das haben wir schon mal und das haben wir schon mal. Fehlt jetzt noch eine Note? Ich schätze mal ein Stofftier. Ein Buch und ein Schraubler. Fick dich, Gooby. Trau dir nicht. Gooby ist immer full of shit. Beziehungsweise hier war ich ja. Kann ich die Tür wieder zumachen? Das... Nee, Türen bleiben. Türen.
Okay, denn. Cool. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ich habe ein Achievement dafür gekriegt. Bislang ist noch nichts drauf und dran, mich umzubringen. Also von daher, wir machen Fortschritte. Aber Moment mal, diese kleine Figur, die habe ich doch schon gesehen gehabt. Jetzt muss ich... Ach, guck mal, hier bist du. Iku! Okay, dich haben wir. Fehlen nur noch drei. Mein Creepy ist es ja. Ich meine, ich überspiele es, indem ich hier Scheiße laber. But this is my Stick. Das ist mal ruhig hier. So. Ach, schau mal. Fehlen nur noch zwei. Das ist an meinem Arbeitsplatz, an meinem ehemaligen Arbeitsplatzgang, was? Mein Chef muss mich echt geliebt haben. Nee. Nothing. Hm. Kann ich das nicht irgendwie... Ich meine, das sieht aus, als ob ich da durch könnte, ob da was ist hinter. But obviously is not. Ah, haben wir noch hier irgendwas... Jetzt wird noch der Schraubenschlüssel und das Buch, ne? Oder die Note? Warte mal, was fehlt jetzt noch? I have no idea. I have no idea. Ich meine, hier ist ein Bild einer Note. Ich weiß nicht, ob mir das was sagen soll. Sheep Songs. Boris Wolf. Ja, das ist schon makaber an sich, dude. Okay, das Ding funktioniert auch nicht mehr. Ist auch kaputt. Warte mal, was? Lacht da unten jemand? Hm, nee, habe ich mich getäuscht. Okay. Habe ich mich doch getäuscht. Hat er was geblitzt? Hat er was? Ich meine, hier war das Ding. Ich gehe das Ganze jetzt mal systematisch durch. Hat hier was geblitzt? Ja, hier die Dinger. Die Heildosen. Aber die brauche ich ja gerade nicht. Mir geht's ja soweit gut. Okay, gehen wir wieder Gooby besuchen. Gooby, mein Guter. Gooby, mein Dude. Dooby, mein Good. Es können auch mehrere Sachen in einem Raum sein, das habe ich befürchtet. Iku! Warte, was hatte ich noch? Ach, die Schallplatte ist das, okay. Ja, dann fehlt nur noch der Schraubenschlüssel und das Buch. Gut, suchen wir einen Schraubenschlüssel und ein Buch. Na, Gooby? Sind wir uns einig, ne? Hast du einen Schraubenschlüssel und ein Buch gesehen? Oh ja! Nee, habe ich nicht. Eieieiei. Mensch, Gooby, du warst auch schon mal witziger. Ne, früher, weißt du noch, wo Gooby, wisst ihr noch, wo Gooby nicht Fame war? Und er tatsächlich witzig war? Genauso wie mein YouTube-Kanal. Erinnert ihr euch daran? Ey, Futari. Kommst du mir so vor, dass da unten jetzt das Licht ausgegangen ist? War ich jetzt hier schon mal seitdem? Nee, ich glaube nicht. Boah! Kumpel! Uncool! Kannst mir doch nicht so. Sackgesicht! So ein sackiges Sackgesicht. Klicken, klicken. Hm, auch nichts. Goddammit. Da habe ich was gesehen. Hier, Schraubenschlüssel. Eins noch. Ink Pressure. Hier müssen wir also später nochmal hin. Wahrscheinlich, schätze ich mal. Fehlt nur noch das Buch. Das olle Buch. Wo ist das Buch? Wo könnte ein Buch sein? Hast du ein Buch gesehen, Duden? Mein Duden? Hast du ein Buch bei dir? Mein Duden? Nee, hast du nicht. So, wo könnte ein Buch sein? Wenn ich ein Buch wäre, wo wäre ich? Wahrscheinlich in dem Regal. Oder an meinem Bett. Eins von beiden.
Wo ist dieses Scheißbuch? Where is this book? Vielleicht hier irgendwo? So ganz sneaky? Nö. Habt ihr das Buch gesehen, Kinder? Ajak? Genau das würde Goofy jetzt sagen. Wenn er nicht tot wäre. I mean, just fucking ripped his heart out. Ich meine, das ist... Alter, das ist super morbid, wenn man mal so drüber nachdenkt. Weißt du, Goofy denkt sich, boah, geil. Endlich meine große Chance als Comedian und dann reißt ihm irgendwer das Herz raus. Alter, stell dir mal vor, das wäre auf eurer Arbeit so. Nee, hier ist aber auch nothing. Nothing, nothing und nothing. Und da man mir gesagt hat, dass das Ganze hier random generated wird, kann ich also auch nicht irgendwo rauskriegen, wo der Scheiß ist. Also auf jeden Fall habe ich noch mehr als genug Heilzeugs. Hast du was gesehen? Nee, hast du nicht. Warum auch? Speedruns hier für dieses Spiel muss die Hölle sein. Ohne Scheiß, Speedruns müssen für dieses Spiel ein absoluter Albtraum sein. Ich meine, wenn jedes Mal der Jatz woanders ist. Gottes Willen. Da will ich kein Speedrunner sein. Habt ihr irgendwo hier ein Buch gesehen? Ganz doof. Stuhl! Fuck off! Moment, die Tür habe ich, glaube ich, noch nicht gecheckt, oder? Ah, cool, zu. Nö, auch nicht. Da ganz vorne hatten wir geguckt, da habe ich schon ge... Wo ist dieses scheiß Buch? Where is this book? Where is this book you're talking about? Wenn man in etwa... Achso, die können in etwa... Ah, okay. Jetzt würde ich nur mal gerne wissen, wo denn der letzte... Wo dieses scheiß Buch ist. Damit ich hier mal richtig inken kann. So, da unten habe ich hier alles nachgeguckt. Da war nichts mehr. Da hinten war ich auch. Wo könnte das sein? Wo habe ich noch was übersehen? Goobi. Sorry, dass ich nochmal stören muss, ne? Du hast nicht zufällig ein Buch gesehen, oder? Na, natürlich nicht. Mensch, Goobi, auf dich ist echt kein Verlass. Man kann sich echt nicht mehr auf dich verlassen, seitdem man dir alles rausgerissen hat. Links vom Projektor geguckt. Meinst du in diesem Projektorraum? Es gab ja zwei Projektoren, die da waren. Ich guck nochmal nach, Sekunde. Weil jetzt so... Du fuck. Technisch gesehen. Oh, mein Arm juckt. Hier sind ein Haufen Projektoren. Aber kein Buch. No book in sight. Hier müsste doch eigentlich noch, oder? Oder? Natürlich nicht. Hier ist noch mehr Heilzeug. Aber kein verkacktes Buch. Ich merke das jetzt, wie ich springe. Hui! Meistens gar nicht. Hui! Vor allem, warum brauche ich Springen in diesem Spiel? Das ist mir bis jetzt immer noch ein Rätsel. Warum ich Sprung brauche. Am Anfang? Ja, okay, warte mal. Gucken wir nochmal beim Anfang. Nein, ich habe sowieso gar keine Ahnung, wo noch was sein könnte. Und wenn hier irgendwas ist, was mich umbringen will, dann macht es echt einen verdammt schlechten Job dabei. Bei den Projektoren links. Moment, meinst du hier? Ich meine, hier habe ich ja die Puppe hergehabt, oder? Oder? Und da komme ich nicht durch. Ich habe gerade gedacht, hier ist es. Okay, that's all of them.
Wunderbar. Was will mich jetzt umbringen? Komm schon, irgendwas will mich doch jetzt bestimmt umbringen. Come on. Something wants to kill me. Na, come on. Irgendwas will mich doch umbringen. Na komm. Ich weiß, dass ihr es wollt. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Ja, das haben wir doch schon gehabt. Restore the ink pressure, ja, das wissen wir doch. Ah, wobei, nee. Ich gehe ungern an Gooby vorbei. Gooby ist mir da immer. Ich weiß auch nicht. Er ist so tot. Tut sich immer so, so nach dem Motto, ja, Alter, ich kann dir auch nicht helfen, wie ich bin. Hi, mein Dude. Jetzt wird das Ganze jedoch ein bisschen spoopy. Dein fucking Kopf ist nicht mal mit deinem Körper verbunden. Okay. Ja gut, okay. I get it. Ich gehe schon. I'm running. I'm running a bit faster. Tschüss, Duden. Falsche Richtung, right? Na, nicht ganz. Gooby ist nur hier. Ugh. Hey, Gooby. Skate. Mein Dude. So. Bingo. Auf einmal ist alles ein bisschen dunkel. Hi, Gooby. Schön, viel Spaß dir noch. Wir sehen uns in der Psychiatrie. Was? Okay. Okay. Okay, hab schon verstanden. Okay, okay, okay. Wo ist der... Bist du der... Ja, du bist der Ausgang. Okay, tschüss. Blab, fuck. Okay. Okay. That's nice. It's dark and it's cold, and it's stuck in behind every single wall now. In some places, I swear this godforsaken ink is clear up to my knees. Whoever thought that these crummy pipes could hold up under this kind of strain, either knows something about pressure I don't, or he's some kind of idiot. But the real worst part about all of this are the noises the system makes, like a dying dog on its last legs. Make no mistake. This place, this machine, and this whole darn thing, it just isn't natural. You can bet I won't be doing any more repair jobs for Mr. Joey Drew. Okay. I'm not liking this at all. Auf einmal kommt hier Bender Schniedelfucker um die Tür, hat irgendwie leise, sehr leise, die Tür vernagelt und hält sich jetzt für einen ganz tollen Bilbo. Ey, caramba. Ich meine, die Atmosphäre und der Artstyle, allein der Artstyle, den Artstyle finde ich super cool. Aber... Something's trying to scare me. I know it already. Oder auch nicht, okay. Jetzt sind wir irgendwo im Superkeller. Oh. This will definitely come in handy. Yes. Okay. Okay, then. Hadouken. Hadouken. Burger. Burger, boy. Halt, schau mal. Halt, halt, halt. Hey, wenn Mr. Bender fuck gleich das nächste Mal kommt, ey, er kriegt die Zeit seines Lebens, der Dude. Das erklärt so viele Sachen, you know? Das hier erklärt so vieles.
Das erklärt so vieles. Ich wusste schon immer, dass Walt Disney durchgeknallt ist. Ich wusste es schon immer. Die haben da allesamt einen an der Flöte. Oh, my head. What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Geil. Press on. See if I can find a way out. Ich wurde irgendeinem Walt Disney Donald Duck Gott geopfert. Das hat mir ja gerade noch gefehlt in meinem Leben. Find a new exit. Wie wär's mit dem hier? Ach shit, war ja klar. Ach, wunderbar. Fuck you. He will set us free. Okay. Okay, ihr habt definitiv ja alle Sachen. This place gets so big. Definitiv alle einen an der Flöte. He appears from the shadows to rain his sweet blessings upon me. The figure of ink that shines in the darkness. I see you, my savior. I pray you hear me. My savior. Those old songs. Yes, I still sing them. For I know you are coming to save me. And I will be swept into your final loving embrace. Nö. I said, can I get an amen? You know, man. Train trouble. Wisst ihr, wo wir immer noch gedacht haben, der Donald Duck Nazi-Sketch wäre das Schlimmste, was Disney jemals gemacht hat? Man, we were so wrong. Oh boy. Hello. Excuse me, can you help me? Hello? Okay, das wird jetzt wirklich ein bisschen uncomfortable. Also, Where the hell did he go? That's what you get. Also, auf jeden Fall, Heil-Items habe ich ein paar hier. Ihr habt hier definitiv einen an der Flöte. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. Ja, ich musste ja unbedingt gegenhauen. A couple of switches nearby. Wie? How? Stop it! Ah, vielleicht hier irgendwo. Meine, die Axt ist witzig. Die Axt macht Spaß. Klonk. Hätte sein können, dass der was versteckt. Sollten ein paar Switchen hierbei sein. Ich habe noch nicht einen einzigen Switch gesehen. Um mal ganz ehrlich zu sein. Vor allem nearby. Was ist bei dem Kerl hier nahe? Ein Switch ist hinter den... Echt? Moment, was? Wirklich? Hinter den Dosen? Hinter diesen Massen an Dosen? Let me check this. Oh, wow. Wie fies die... Ich sehe jetzt schon... Okay, this is how we play this game. Okay, then. Den habe ich gerade nur so durch Zufall aus dem Augenwinkel gesehen. Aber okay, mit nearby meint er dann offenbar wirklich. Nearby, also... Ihr habt da Tatsache. Das ist Nummer 2. Paff! Fetz, wo ist Nummer 3? Hast du Nummer 3? Du Bendo-Fuck! Offenbar muss ich hier ja jetzt richtig mich umgucken. Weil wenn nearby schon so nearby ist... Fuck, man! Okay. Okay, du gewinnst. Du gewinnst.
Das ist etwas, was ich nicht gewinnen kann. Jetzt ist die Frage, wo ist der Letzte? Wenn die ersten beiden jetzt so waren. Also den in den Dosen, da wäre ich, glaube ich, so schnell nicht drin gekommen. Da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Jetzt ist die Frage, wo ist der Dritte und Letzte? Das könnte nochmal ein bisschen tricky werden. Hier vielleicht irgendwo. Das ist alles Dose mit Suff. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter zurückgehen sollte. Ich glaube, das ist dann zu weit einfach. Ja, den habe ich. Das war der. Und der Raum hier, der kommt mir suspekt vor. Guck mich mal hier ein bisschen genauer um. Auch wenn mir das Geflacker echt hart auf Augen geht. Das Mensch habe ich schon versucht zu hauen. It did not work. Der Raum hier, der ist mir einfach suspekt. Also so suspekt. Um es in der Sprache von Peter lustig auszudrücken. Sus. Ja, aber hier ist nichts. Oder? Ist hier was? Scheich irgendwo im Wasser oder so, im Ink oder so. Irgend sowas Fieses. Warte mal. Ah! Bingo! Got it. Hier, krieg sowas zum Mitnehmen. Blob, 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 Wasser, Physik. Okay, es ist Tinte. Tinte ist nun mal, da läuft es schwerer durch. Ist er dichter. Ich wollte gerade sagen, ich mache mich auf den Weg. Ich renne schon mal los. Ich habe doch hier gerade was gehört. Ja, Mensch, da hat jemand Spaß an seinem Job. Da hat jemand echt vorn. Gut, hier komme ich nicht durch. Von da komme ich. Da ist Mr. Mein Job macht so viel Spaß. Stairs. Even more stairs. Okay, das kennen wir noch nicht. Sent from above. Okay. Okay. Okay, denn. Every day the same strange thing happens. I'll be up here in my booth, the band will be swinging, and suddenly Sammy Lawrence just comes marching in and shuts the whole thing down. Tells us all to wait in the hall. Then I hear him. He starts up my projector and he dashes from the projection booth and down to the recording studio like the little devil himself was chasing behind. A few seconds later, projector turns off. But Sammy, oh no, he don't come out for a long time. This man is weird, crazy weird. I've got half a mind to talk to Mr. Jew about all this, I really do. But then again,
Okay. Interessant. Belassen wir es so. Die Atmosphäre ist echt. Looks like the stairwell is flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. Wow. War vielleicht nicht meine beste Idee. Okay. Okay, denn. Alter, euch fick ich ab. Come at me. Come at me, Ink Man. Oh, immerhin kann man sich wehren. That's nice. Komm doch her. Come and get some. Come and get some. Na, noch einer? Noch einer? Noch eine Portion mehr? Aua. Ja, hab ich mir doch gedacht. Und auf einmal läuft diese Arschtrötenmusik. Wunderbar. Wunderbar. Okay, das Ding ist wieder aus. Vielleicht ist es das Beste. I don't know. Sweep. Immerhin aber kann ich mich wehren. Das ist durchaus beruhigend. Cool. Gibt den Ganzen ein bisschen mehr Sinn, als dass es dann doch nur ein Walking-Simulator ist. Die Befürchtung hatte ich nämlich zuerst, dass das Spiel einfach nur ein Walking-Simulator wird. Ah, cool, even more soup. Well, there's the pump switch, all right. But that's one hell of a leak blocking the door, though. If I could just stop the ink from flowing, maybe I can get in. Ach, jetzt soll ich's wieder ausmachen. So I'm going to get my dustpan from the hall closet the other day, and guess what? I can't find my stupid key. Okay, back. Sure. Another day, another dollar. Another day, another dollar. So habe ich damals auch gearbeitet, mein Freund. Nur, dass ich nicht mit Dollar bezahlt wurde. Cool, ich werde also von Inklings angegriffen. Ja, Mensch. Ich habe mir schon mal Schlimmeres vorgestellt. Alter, was zur Hölle? Alter, irgendwie tut's irgendwem weh, wenn ich da... Okay. Bin ich hier? Nee. Okay. Ja, nee, okay. Dann geh ich halt nicht hin. Okay. Schon okay. Gott, ich will gar nicht wissen, wie am Ende des Tages die Klamotten von unserem Kerl hier aussehen. So, dafür brauchen wir das. Also, Alter, nee, merk schon. Da komme ich ja nicht mehr. Hab ich hier irgendwas übersehen? Ah, schau mal, einer, guck. Wenn das nicht ein Schlüssel ist, den ich brauchen könnte. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo die Tür dafür ist. Die passende. Maybe this one? Ach, schau mal, na guck.
Künstler. Lasst mich. Bin Künstler, lasst mich, ja. Okay. Moment, ich muss nachher wirklich ein Lied spielen? Das ist nachher... Banjo-Kazooie Opening. Let's go. Das hat bestimmt was mit dem da oben zu tun. Mit dem Soundband, was da oben war. Aber woher soll ich wissen, was ich da für ein Lied spielen muss? Sehe ich aus wie ein Musikant? I'm confused. Moment, muss ich also eventuell... Warte mal. I'm swinging, suddenly similar ones are coming in the town, told us over once more. Damn. My projector and dashes to the projector. Both down to the recording studio, along a little devil is in chasing. 1 second later, projector turns off, but Sammy will come. Sounds weird, crazy weird. Hmm. Also richtig laufen kann ich sowieso nicht. Davon mal abgesehen. Das ist mein Lauf. Mein Laufen. Okay, noch, da habe ich noch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Da habe ich null Ahnung. Und das hier sowieso. Cool. Und Schmerz. Du klingst auch begeistert, Kumpel. Oh. Okay, nochmal bitte, Sekunde. Violin. Shutters with a piercing noise. Bass. Piano, bass. Violin, piano. Nee, Violin, bass, piano, bass. Violin, bass, piano, bass. Violin, bass, piano, bass. Violin, bass, piano, bass. I can't do this. I know there's something I've got to do in here, but I feel like I'm missing something. Lass mich raten, ich soll zuerst den Projektor... Ah. Moment, ich soll den Projektor anmachen, runterdashen, Violin, Bass, Piano, Bass. Ach du Scheiße. Ist das schaffbar in der Zeit? Oder kann ich da einfach... Nee, ich kann natürlich nicht einfach runterspringen. Alter, ich wünschte, der Typ könnte ein bisschen schneller laufen. So ist es so ein bisschen... Na komm. War das richtig? Ja, Banjo. Bass. Ich hab das Bass nicht gesehen, ich Depp.
Ja. Ich hab gedacht, das wäre das Bass, weil ich keinen Bass gesehen habe. War mein Fehler, sorry. Ich hab den Bastard nicht gesehen. Den Bastard. Den habe ich nicht gesehen, sorry, mein Fehler. Deswegen habe ich einfach das Naheliegendste genommen. Also. Na, shit. Boo. Ah, komm, komm, komm. Haha! My favorite song! Cough. One down. Moment. One down. Oh, come on. Wirklich. Du schon wieder! Du schon wieder! Mortal Kombat! Dum dum. Aua. Das kannst du doch nicht machen. Kannst du doch nicht mit mir machen, du Gobbelglob. Riveting Combat. Riveting. War hier nicht irgendwo noch Health? Irgendwo so ein Döschen? Offensichtlich nicht. Gut, das war gerade mal ein Valve. Das ist ja wunderbar. Aber gut, vielleicht ist da ja wenigstens schon mal ein bisschen was. Ja. Exit. Lass mich raten. Sobald der Exit frei ist, ich renne da durch and I will die again. Probably. Ach, schau mal, guck. Jetzt können wir hier hin. Oh nein. Okay, that should do it. Okay. Okay, that should do it. Okay. Wenn du das sagst, mein Dude. Wenn du das sagst. Na, mein Dude. Time to believe. Aha. Take the stairs? Achso. Okay, then. I stake the stairs. Rest your head. It's time for bed. Okay, then. There we go now, nice and tight. We wouldn't want our sheep roaming away now, would we? No, we wouldn't. Was ist das jetzt hier für ein Hostel-Shit? I am honored you came all the way down here to visit me. It almost makes what I'm about to do seem cruel. Ah, cool. But the believers must honor their savior. I must have him notice me. Wait, you look familiar to me. Du auch. That face. Not now. For our Lord is ich meine, dein Körper, ne? The time of sacrifice is at hand. Ich meine, flüssig Latex, schön und toll, aber du siehst aus wie der schwarze Klecks aus hier Mickey Mouse, ne? This inky, dark abyss I call a body. Kumpel, du brauchst nur eine Dusche. Quiet. Hast du mich gerade angeschischt? I can hear him crawling above, crawling. In my skin. The ritual must be completed. Ich find's geil, dass ihr meine Axt immer in Reichweite lasst. So, da. He will set us free. Aha. Cool.
Stimmt, das Phantom. Ja, stimmt. Sorry. Was willst du, Gobbelglobber, von mir? Wo ist meine Axt? My sack broke. Okay, hi. Oh, fuck. Deswegen habe ich keine Axt. War das Sonic? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Kiku! Okay, schön. Lasst mich, das beruhigt. The squeaky. Oh shit, even more. Ich erwarte ja nur irgendwie, dass da eins von diesen Biestern sich sagt auf einmal eat your soul oder sowas. Schade. Das hätte ich mir ja noch gewünscht. Someone there? Nie eine gute Idee zu fragen. Come out and show yourself. Ich punch dich. Oh, Gooby! Boris? Nee, Gooby. That's a Gooby, I tell you. Und Goofy dachte sich nur, Owai Wamu, Shindedu. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das Spiel ist abgecrashed. Rise and Fall, wir sind schon in Chapter 3. Okay, das ist wirklich eine relativ schnelle Sache. Boris the Wolf, du siehst nicht aus wie ein Wolf. Leave the safe house. Alter, was ist das jetzt hier? Left 4 Dead Inky, Bendy Dinky Inky Edition? Ja, kein Spiegel. Besetzt! Okay, denn. Ja, es soll ein Horrorspiel sein. Es ist durchaus creepy. Definitiv nicht das Merkwürdigste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Kennt ihr das nicht? Das ist das Intro-Theme von Banjo-Kazooie. Das erkennt nur keiner. Okay, Gooby, offenbar sind wir cool. Okay, ich stehe wieder. I'm not getting out of here that easy. Need to open the door, but the lever is missing. Boris probably has it. Talk to Boris. Talk to Gooby. I talk to Gooby. Hey, buddy. You seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Find soup for Boris. Okay. Okay. Okay, Boris. Ich kann nur so interagieren, das ist ja das Merkwürdige. Also wenn es das ist. Sorry. Ich meine Boris, wirklich. Das... Gooby. You want soup? Wieso habe ich das Gefühl, dass Soup da direkt hinter ist?
And he's at soup. Aha. That should be enough. Mach Boris Soup. Okay. Okay, Boris, ich mach dir Suppe, ja? Ne, chill mal. Es ist leicht verstörend, dass du mich konstant anguckst. There you go. Bitteschön. Ich trau dir nicht, Gubi. Ich trau dir nicht. Wir sehen uns in der Hölle, Gubi. Attention! You're trying to leave the safe house. You cannot go back! Let's see what's out there. Don't wander off. Jesus! Alter, auf einmal steht Gubi hinter mir. Was ist denn mit dir kaputt, Junge? Alter, hast du ein plattes Gesicht. Beziehungsweise einen platten Kopf. Oh nein. Oh nein. Wieso habe ich das Gefühl, dass das der Moment ist, wo das Spiel einen Swan Dive macht? Let's find some light. Enter the darkness. The darkness. Ja. Ich habe so das ganz ungute Gefühl, dass das Spiel jetzt einen ziemlichen Flash-Dive macht. Und dass mir das nicht gefallen wird. Ernsthaft, jetzt macht das Spiel einen kompletten 160. Sehr schön. Did you hear that? Yeah, me either. Geil, das heißt, ab jetzt wird es ein absolutes Versteckspiel. Ah, das liebe ich ja. Hi, Gubi. Ja, Gubi, glaubst du, ich habe Ahnung? Another dead end. I don't see any other way through. You got any ideas, Boris? Hast du eine Idee, Gubi? Talk to Boris. Ja, das kann ich nicht machen. Da bin ich nicht, okay. Okay, Boris. Ist okay. Find a new exit. Ganz cool. I don't remember any of this. Es gibt sogar Gubi-Plushies, das ist ja wundertoll. Boah, irgendwie macht die Framerate hier aber einen echten Swan Dive. I better get over time for this. Oh, Alter, was ist mit der Framerate auf einmal los? Ne, mein PC ist okay. Aber die Framerate macht hier irgendwie einen absoluten Tiefpunkt. Gotta be a way through. Oh mein Gott, was ist das denn? Alter, das ist bei euch auch so, ne? Sehr verruckelt. Oh, Alter, Verwalter. Iku! Oh, Alter. Kann ich das beiseite schieben? Offenbar nicht. Boah. Kenne ich von anderen, aber nicht diese Framerate. Auf einmal macht die Framerate einen absoluten Swan Dive. Ab Kapitel 3 komischerweise nur.
Weil bis eben lief alles gut. Mistakes were made. Vor allem, ich weiß, dass ich die Scheiße hier bewegen kann. Ich sehe da hinten doch was. Okay, hier ist Saft, aber ich kann nicht damit interagieren. Ist es nicht genug Saft? Willst du mehr Saft? Ich meine, ist das jetzt, weil das Gebiet hier größer ist, oder warum? Vielleicht fängt sich's ja jetzt langsam. Wäre wünschenswert. Nee, ich nehme alles zurück. Framerate ist... macht einen Swan Dive. Die findet gar nicht witzig, was hier ist. Ach so. Ach so, da stecken kleine Stinkies drinne. Fascinating. Jetzt? Nee. Offenbar steckt immer noch. Ach, hier auch. Ah. Dann lass mich raten. Hier. Oh mein Gott. Schau mal nach, guck. Wisst ihr, ihr macht Cartoons. Habt aber Megamorph Goop. Alter, ihr habt echt Probleme. I don't be seeing what the big deal is. So, what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he could be telling me what I'm to be doing with this warehouse I got full of that angel whatchamacallit. Not a scrap of that mess be selling. You'd probably have to melt it all down to be rid of it all. Aha. Muss ich nochmal den Schalter? Wahrscheinlich. Und nochmal, ich habe schon verstanden. Tschüss, Regale. Und da kommen schon die nächsten. Okay, denn. Och, nö. Was versucht mich jetzt gleich umzubringen? Moment, das war eben Jacksepticeye? Echt jetzt? Moment. Hi! Das war echt Jacksepticeye? Geil, noch eine durchgeknallte. Ich schwöre dir, wäre meine Axt nicht magisch disappeared in dem einen Moment, ne? I would annihilate you. Okay, warte mal, das will ich nochmal hören jetzt. I don't be seeing what the big deal is. So, what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle. Das ist Jacksepticeye, wie cool. Whatchamacallit. Ja, das ist sogar sein Akzent. Das, Alter, das ist cool. Oh, I like that dude. Like that dude. That's a nice dude. The Demon the Angel. Ah, wunderbar. Ah, das ist, ja, delicious. Mm. Ja, ich meine. Okay. Kerze brennt. Just a pencil and a dream. We all want everything without even having to lift a finger. They say
doch, klang gleich durchgeknallt. Iku! Das beruhigt allgemein. It's so silent. Ich mag es nicht, wenn es so ruhig ist. Lange Korridore, da kommt gleich was und bringt mich um. Hi. Boris. Oh, you scared me to death. Sackgesicht. Anything we can use to protect ourselves with. Arm yourself. This will do. Gib mir das, Scooby. Hoya! 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 Iku! Ich sag euch, die haben hier bestimmt ein so ein Ding eingebaut, was irgendwie wahrscheinlich brüllt Hail Satan oder sowas. Oh mein Gott, die Framerate. Ay caramba. Das ist eine Framerate, die hab ich so noch nicht gesehen. Oh mein Gott, ist das... Alter Verwalter. Das wirkt schon sehr ruckelig. You better get over time for this. Good thing I'm armed. Looks like to open this, we're gonna need to throw two levers at once. You get this one. I'll find the other. Was soll da... Achso. Gooby macht den, ich mach den. Okay, warte mal. Ist das denn... Ah ja, Kabel. Kabel folgen. Rüttel, rüttel. Mein, legt euch nicht mit mir an. Ich hab ein Rohr. Das ist deine Sorge, du ekle Gerät. That's what you get. Alter, die Framerate. Die macht hier gerade einen absoluten Killer. War das, ist das bei euch auch so? Ist das normal? Dass Chapter 3 sehr, sehr rucklig ist? Und warum gibt es hier überall diese Dinger? Ich meine, jetzt kann ich mich ja wieder wehren. Also, das Spiel sendet merkwürdige Gameplay-Signale, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, hier ist noch so ein Ding. Allein in diesem Raum sind zwei davon, wo ich mich drin verstecken kann. Hey, Gooby. Gute Idee. Nehmen wir den Aufzug. Oder auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Even more of you. You smiling fuck. Okay, Date with an Angel. Date with a fucking sociopath. Gooby braucht keine Angst haben, Gooby ist unverwundbar. Gooby ist untödlich. Another day, another dollar. Findest du witzig, ne? Okay, irgendwas kann mich hier offenbar umbringen, weil hier so eine Respawn-Statue. Offenbar sind das hier die Respawn-Statuen, I guess. Okay, dann. Ey, ich frage mich echt, wozu das Springen gut sein soll. Hey, Lance Crew. Es geht. Auch zu, okay.
schon begriffen. These blasted elevators. Sometimes they open, sometimes they don't. Sometimes they come, sometimes they keep on going to hell and back. I keep telling these people, if Mr. Joey Drew keeps cutting corners like this, someone's sure to end up falling to their death. And it sure ain't gonna be me. I'm taking the stairs. Okay, nimm halt die Stufen. Ist dein Ding. Ach, guck mal, das Ding ist sogar kaputt. She's quite a girl. Na, Gooby. Hey, ich weiß nicht, wie ich darauf klarkommen soll, dass er, wisst ihr, wo wir angefangen haben, haben wir ihn noch gesehen. Und dann gedacht, boah, alte, dir fehlt Lunge, Herz und... Oh, guck mal, man hat dich sogar hergebracht. Kennt ihr euch? Okay. Okay, es sind ein paar mehr von euch. Alter, Gooby denkt sich jetzt auch so, holy shit. Ja. Who would have thought? Me, having lunch with Joey Drew. Apparently times are tougher than I thought. For a moment there, I thought I'd be stuck with the check. But I gotta say, he wasn't at all what I expected. Quite the charmer. He even called me Alice. I liked it. Okay. Alice. Dann bin ich mal ganz ehrlich zu dir, Alice. Du hast einen an der Flöte. Ich mein... Alter. Ah! Ja. Eindeutig. Was mit dir, Gooby? Okay, Gooby ist beschäftigt. Ich sehe schon. Gooby hat zu tun. Gooby hat zu tun. Na du? Na, macht Spaß. Now we come to the question. Do I kill you? Do I tear you apart to my heart's delight? Wenn dir danach ist. The choices of the beautiful are unbearable. How's a girl to choose? Take this little freak, for instance. He crawled in me, trailing his tainted ink to my door. It could have touched me. It could have pulled me back. Do you know what it's like living in the dark puddles? It's a buzzing, screaming well of voices. Jetzt stellt sich aber an. It's in your mind, swimming like fish in a bowl. The first time I was born from its inky womb. Du hast immer noch was von der Schnecke. It made me an angel. I will not let the demon touch me again. I'm so close now. So almost perfect. Yes, I will spare you. For now. Better yet. I'll even let you ascend and leave this place. If you will do a few easy, weensy little favors for me. Easy, weensy. Return to the lift, my little errand boy. We have work to do. We? Ah, geil. Fetch Quests. My favorite. So, Gooby, wir haben Arbeit. Gooby. Okay, Gooby ist weg. Okay. Gut, ich meine, okay. Ich habe immer noch so ein Rohr. Und die Kisten, die wir nicht aufmachen können. Ist auch immer nice. Nani? Da ist jemand verrückt.
Ja, definitiv. Und vielen Dank für deine 600 Bits. My machines are hungry. Gather me some spare parts. Take the wrench. What? What wrench? Ach, das ist hier der hier. Okay. Ikezo auch so, schon wieder. Mache ich jetzt mehr Schaden? Oh. For too long, and he will find you. Oh. For if you see him, you'd better hide. If you don't, well, I enjoy your deed. Now, let us begin our work. Diese normalen Gegner sind echt schon. Ne? Ich meine, den hau ich einmal was über den Schädel und dann ist gut. Okay, hier könnte ich mich hiden. Ne, doch nicht. Okay. Sieht noch ein bisschen aus wie eine TARDIS. Wo geht denn das hier lang? Ich hab doch keine Ahnung. Hm? Ah, hi. Klonk. Klonk. Hm. Okay, denn. Ja gut, hier komme ich nicht mehr längs. Hier oben? Kommen wir erstmal oben. Hey, Lockenzugi. Du. Ah, hier kann ich verstecken. Oder? Okay. The Stink Demon. Gehen wir davon aus, du meinst nicht diese Billo-Geräte hier. Gott, wie hoch geht denn das? Können wir auch verstecken? Ey. Blöde Viecher. Alter, wie tief im Keller bin ich hier? Gulp. Himmel, Arsch und Zwirn. Wo geht denn das ganz hin? Zweifel, dass das funktioniert. Ja, ich weiß nicht, ob ich durch die Tür bin, aber ja, hallo? Mein Gott. Offenbar hat er mich nicht gesehen, obwohl ich genau vor ihm stand. Nee, hier kann jeder die Emotes verwenden, die er möchte. Aber wisst ihr, deswegen mag ich solche Horror-Games nicht. Sie entwickeln sich dann irgendwann zu solchen absoluten Wartesimulatoren. Du sitzt einfach nur da und wartest, dass die Bedrohung weg ist. Ach so, hier sind wir jetzt ganz wieder. Ach so. Hey, Alex. Geil erkannt, dass wir. Was willst du denn da oben? Er ist einfach mal keine Lust mehr, mit dir anzulegen, okay? Hope you don't mind. Eieiei. Deswegen, wenn in so ein Spiel sowas
anfängt, dann wird das irgendwann schnell mal zu einem Wartesimulator. Wo du einfach nur darauf wartest, dass du weiter darfst. Dass das Spiel dir erlaubt, weiter zu dürfen, sagen wir es mal so. Ach, guck mal hier. Iku, Iku! Jimin. Oh, geil, ich krieg Geld. Oh, geil, Geld. Okay, hier kann ich mich auch verstecken. Natürlich muss ich hier durch. Because why not? Ihr seid schon mehr einfach nur eine Störung. Hä? Okay, denn. Ist da irgendwo ein Schalter oder sowas? Sieht nicht danach aus. Nee, ich muss das Ding irgendwann einchecken. Das Problem ist, ich komme da erstmal nicht zu. Deswegen, ja. Okay, denn. Wenn Captain Kamera sonst nichts zu sagen hat, gehe ich wieder. Ich meine, weiter unten waren noch mehr Gänge, wo ich lang könnte. So ist es nicht. Der braucht jetzt nicht so zu tun, als wäre er der einzige Weg, den ich gehen könnte. Aber das war der Aufzug, wa? Ach, guck mal, ich könnte auch den Aufzug nehmen. Aber ich gehe mal die Treppe. Was soll's. Ja, was soll's, nicht? Dupti-dupti-du. Das Spiel mal nicht länger. Nicht mehr foltern, als es Snow tut. Framerate ist so schon am krepieren. So, aber es gab doch hier noch einen Weg, wo wir lang könnten. This one. Oh yeah. Oh fuck. Hi. I think I'm gonna die now. Ah cool, das Ding, wenn es mich gefunden hat, wunderschöne Spielmechanik. Wo bin ich jetzt? Ihr könnt euch echt, ne? You can fuck right off. Wirklich, ihr seid einfach nur eine Störung. Einfach Gegner, und damit Gegner da sind. Damit es wenigstens etwas zu tun gibt. Vor allem, ich verstehe auch nicht, was jetzt der Sinn des Ganzen ist. Klar, ich sterbe dadurch, aber offenbar war ich hier irgendwo in der Nähe ein Safe Point, wo ich sowieso war. Och, meine Güte. Ihr Viecher, ne? Oh mein Gott, gut, dass hier direkt wieder Heilung war. Und 10.000 Verstecke, die ich nicht erreicht habe. Himmelarsch. What a nuisance. Bin ich denn hier jetzt? Ich habe mich total verlaufen jetzt. Das ist ja ganz toll. Kannst ja gucken, was du machen musst. Ja, ich soll ja irgendwie... Collect 5 Special Gears. Was sind jetzt Special Gears?
Special Gear Solid. Ist das dann Special Gear? Das ist sowieso. Ja, ne? Ach, hi. Viech. Nee, du bist nicht so special. Gearbox ist on Level K. Moment, das heißt, ich soll... warte mal. I think I understand. I think, at least. Ja. Glaubt mal weiter, ihr seid witzig, ihr Viecher. Ihr wart das erste Mal eine Bedrohung. Bist du Level K? Ich habe keine Ahnung, ob ich Level K bin. Was ist Level K überhaupt? Necki. Ich kann mal gucken, was der Fahrstuhl sagt, wo Level K ist. Vielleicht sind wir dann ja K. Das Schlimme ist, das Spiel hat mir bis hierhin echt gefallen irgendwo. Aber der Part hier irgendwie... ist weird. Kommt der jetzt, oder? Ah, der kommt. Ach, blödes Vieh. Hey, Gooby! Na, wie geht's? Level K. Kellogg Special K. Na, Gooby, wie geht's? Alles tutti? Sehr schön. Wunderbar. Ah, Level K. Wo wir also vorhin waren. Zieh ab. Mensch. Mit euch will keiner hier was... wozu sind denn die anderen Etagen dann da gewesen? Oh, fuck. Und jetzt spielen wir wieder das Wartespiel. Oder siehst du mich und tötest mich? Das ist auch eine Option. Ich meine... nee, du gehst einfach an mir vorbei. Okay. Okay, abwarten. Ich werde mal was trinken in der Zeit. Da hinten blubbert er noch so vor sich hin. Oh, can you fuck off? Meine Güte. Warpt er sich in die Wand. Und hinterlässt seine Low Framerate Buddies. Gluck. Klinker, Klinker. Zieh ab. Ah ja, das war das hier. Ischi, Ischi. Guck mal, hier ist auch ein Save Point. Also, Save Points gibt es einige hier. Always on time. Ja. This one's empty. Ah. Die Dinger soll ich suchen. One down. Ah, so. Sag das doch. Oh, Alter. Hier ist echt zu viel im Raum. Oh, Alter. Verwalter. Diese Framerate. Zonk. Ich muss also noch diesen Luken an der Wand zur Ausschau halten. Das muss einmal aber auch mal gesaugt werden.
ist nichts. Wahrscheinlich gehe ich jetzt auch schon wieder zu weit zurück. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich gehe schon wieder zu weit zurück. Naja, viel haben wir hier nicht mehr. Wobei, hier tauchen Gegner auf, also... So falsch kann es nicht sein. Aber wie gesagt, die Framerate hier. So gerade in dem Bereich. Ich gehe echt zu weit zurück. Ah, fuck. Na gut. Na gut, gehen wir wieder zurück. Massives Fluss. Okay. Ich habe auch mittlerweile die ganze Zeit Shift gedrückt, weil mir das zu langsam geht. Weil wenn ja Mr. Inkfuck wieder ankommt, dann, ja. Ich habe das Gefühl, es geht schneller, wenn ich mich von ihm schnappen lasse. Er mich denn hier die 2 cm zurückbringt. Und ich denn den Weg nehme. Das geht, glaube ich, schneller. Ah, there we go. Hier sind die Dinger jetzt überall. Ach ja, da war ja was. Ja, den Faden verloren. Ich glaube, ich habe 3. 3 oder 4, eins von beiden. IQ. Ah, fuck. Ah, fuck. Guck mal, das bleibt auch gespeichert. Ja, irgendwo habe ich das Gefühl, es geht schneller, sich von ihm schnappen zu lassen, als kurz darauf zu warten, weil Konsequenzen scheint es nicht zu haben, dass du von ihm geschnappt wirst. Ich weiß nicht, scheint mir irgendwo schon fast überflüssig. You know what I mean? Aber wie viel habe ich? 4. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann... Vor allem, wofür war denn jetzt der komplett andere Floor da, wo ich dann noch überall rum mich gucken konnte? Und wo ist jetzt der letzte Kasten mit dem Scheiß? Also hier auf dem Boden. Moment. Return to Angel. On Level 9. Ich muss also echt wieder zurück. Ach, fuck my life. Na gut, gehen wir halt wieder zurück. Das ist nicht die einzige. Oh. Oh. Achso, ja, was mache ich denn hier? Geht doch viel schneller. Beziehungsweise irgendwer will was von mir. Was? Achso. Ist ein Add Everyone. Oh shit. Alles gut. Ah, oh, cool, ich muss also 4 bis 5 Mal noch? Was? Oh, come on. Ja. This is how you ruin a mood. Fetch Quests. Neun. Ja, jetzt verstehe ich auch, was du damit meintest. Mit von wegen hier, dass die... Dass Chapter 3 ziemlich down geht. Kann ich gut verstehen. Vor allem jetzt soll ich den gesamten Weg zurücklatschen zu dieser durchgeknallten. Try not to die on the way back. Ugh. Ich habe eine bessere Idee. Ich lasse diese Viecher einfach in Ruhe. How about that? Extra fake!
come back to my door. I have something that you'll need. Deine Door? Was? Ach, hier. Huntsworn Search ist on Level 11. Aha. Okay. Alter, das sieht aus wie die Spritzen MG vom Medic. I don't mind. Okay, dann. Aus irgendeinem Grund hat er Angst vor Spritzen. Ich kann es ihm nicht mal verübeln. Das ist das Bescheidene an der Sache. Warte mal ganz kurz. Ah, okay. Dachte, da wäre gerade irgendwie... Ah, this one. Okay. Ich soll die handen. Es ist genau dieselbe. Aha. Hey. Mal ruhig bleiben hier. Was bist du denn für eine Abrissbirne? Was bist du denn für ein Gerät? Das Combat ist echt retarded hier, also mal ganz ehrlich. Kannst die Leute nicht treffen, ohne selber getroffen zu werden. Aber man heilt sich offenbar instant hoch, also wenn man wegläuft. Aha. Wie viel brauche ich davon jetzt noch? Das steht da nicht. Boris, er ist da? I guess? Ich weiß nicht. Das ist das Problem mit Boris. Er steht irgendwie einfach nur da. Okay, test es dann. Ja, ist ja richtig. Ich mach ja schon. Das ist ja schon eine Arbeit, du blöde Nuss. Boris, du fucktard. Kannst du mal das Ding da lassen, wo es ist? Meine Güte. Oh, vor allem der Aufzug dauert immer. Was machst du die ganze Zeit, Gubi? Was machst du denn? Spritze. Nein, war das. Auf 11 und 4 kann ich gar nicht zugreifen. Ne, generell auf gar nichts. Was guckst du so doof? So, was für ein Bullshit soll ich als nächstes machen? She's quite the cunt. Bad. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. Take the plunge. Valve cores? On level P. Okay. I will plunge someone. Alter, Gubi, pass auf, dir plunge ich gleich eine. Wie ein fucking Cartoon. So, wo ist jetzt P? Warte mal. P. Wieso P?
sogar ein Save Point. Nice. Kontinuieren. Abstempeln kann ich auch. Wunderbar. Ich zahle also keine Überstunden. Ach, der Raum hier. Nervgerät. Sag mal, was steht jetzt hier? Valve Cores. Solve the Ink Tubes on Level 5. Und P meine ich. Oh shit. Ich hab was gehört. Ja, okay. Gut, dann warten wir mal wieder. Wie das Spiel bei mir bis ankommt. Also bis Kapitel 3 war es verdammt gut. Bis das ganze Spiel sich gedacht hat, boah, lass mal wieder in so einen absoluten Verstecksimulator abdriften. Ich hätte mich von ihm fangen lassen sollen. Es geht einfach schneller. Na, schon weg? Okay, die hier liegen fünf von den Dingen. Ach so. Ach du Scheiße. Oh, Nervensäge. Ich sag das ja nur ungern, aber. Rätsel ist anders. Cool. Also, sorry, aber. Ach so. Ich höre doch schon wieder so eine Nervensäge hier. Erstmal die hier. Ja, natürlich. Ah, die sind noch zu hoch. Kann man das nicht einstellen, in welche Richtung das gehen soll? Nummer 3. Noch eins. Noch eine Nervensäge. Wo war ich? Ah ja, genau. Räder drehen. Also ich hoffe nur, dass die Entwickler jetzt hier bei Part 3 gucken und sagen, ja doch, Part 3 war echt ein bisschen, ja. Achso, ist Nummer 4 schon, okay. Ich glaube, die letzte war am Ausgang, wenn mich nicht ganz irre. Ach, hier sogar. Ja, schau mal einer gucken. Stinky hat sich auch verkrümelt. Hier sind sogar schon zwei auf richtig. Ja, war richtig schwere Rätsel. Return to Nervensäge. Wenn ich jetzt den Weg nur finden würde. Hier war doch irgendwo der fucking Aufzug. Hier? Ja, hier. Okay. Soll es vielen nicht so werden wie dieses Chapter. Ja, dann haben sie zum Glück daraus gelernt und dann. Meine Güte, ihr Nervensägen. Alter, ihr seid keine Gegner, ihr seid einfach nur eine Schwierigkeit. Beziehungsweise, ihr seid nicht mal eine Schwierigkeit. Ihr kennt ja das, wenn ihr einen Stein im Schuh habt und der einfach nicht rausgehen will. Das sind diese Viecher. Oh ja, Goofy, fürchte meinen Plunger.
Fear my plunger, Gooby. Fear my plunger, Gooby. Moment, wie viele Finger hast du? 4, okay. Oh, falsche Seite. Sekunde. Level 11, ja, warte mal. Totally forgot about this. Bum, bum. Bum, bum. Boah, es ist generell irgendwie... Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Boris, Boris, Boris. So. Oh, meine Axt. Oh, wie schön. Destroy all our bendy cutouts. Visit Level K and Heavenly Toys and beware the Ink Demon. Oh nein, nicht der Ink Demon. Oh nein. Nicht der. Okay, ne? Ja, okay. Nicht der Ink Demon. I'm so scared. Ich hab solche Angst vor Captain Kant. Alter, halt doch den Schnuten. Nimm dir deine Frame-Einbrüche und zieh ab. Achso. Eine ganz doofe Idee. Kann er mir hier was? Ich kann jetzt sowieso nicht vor ihm davonlaufen. Da oben läuft noch so ein Fuckface. Sogar der hat die Schnauze voll davon. Oh mein Gott. Mein Dude, könntest du dich ein bisschen schneller bewegen? Könntest du ein bisschen schneller davon trotten? Ich meine, du bist nicht unbedingt das, was ich eine Bedrohung nennen würde. Wie? Okay, von mir aus. Hi. Keine Ahnung wie, aber okay. Wo zur Hölle bin ich? Ach hier. Ach, viel passend. Sehr schön. Können wir gleich mit der Arbeit anfangen. So, da die Nervensäge ja nicht mehr da ist, das bleibt alles gespeichert. Also ich sage ja, es ist irgendwo echt sinnlos, dass dieses Vieh so viel Vorsicht bedarf an sich. Weil es bringt irgendwo einfach nichts. Wenn es dich packt, dann hat es dich einmal gepackt und du kommst zu den Statuen, die hier sehr wohl verteilt rumliegen. Deswegen, das ist zum Beispiel jetzt nicht wie bei Resident Evil, wo du richtig Schiss haben musst, wenn du drauf gehst und überlegst, scheiße, wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Also, das sind so, jetzt soll jetzt natürlich kein Vergleich sein, aber man merkt dann halt so, die Bedrohung kommt sehr, sehr oft immer von dem, was danach kommt. Sprich, wenn... Wenn du genau weißt, wenn ich sterbe, dann verliere ich XY. Bloodborne hat sowas, Bloodborne Dark Souls. Oh nein. Hey. Diesmal habe ich ihn nicht mal gesehen. Er hat mich auf einmal einfach gesehen. Und das Schlimme ist, ich finde, das nimmt dann irgendwo leider auch so diesen Horrorfaktor auch ein bisschen raus. Seien wir mal ganz ehrlich. Es nimmt da leider mal sehr viel raus, wenn diese Bedrohung, die von so einer Kreatur ausgeht, irgendwo nicht vorhanden ist. Weil du dir einfach sagst, gut, ja, gehe ich halt diese 30 Sekunden nochmal. Ist wahrscheinlich einer der vielen Gründe, warum ich kein so ein großer Fan von solchen Games bin.
von Horror in so einer, von so einer Form. Ich bin halt der Vertreter, ich sag mir, Horror und Action gehen oftmals ziemlich gut Hand in Hand. Etwas, wo ich sowieso schon, jetzt mal das mal kurz nebenbei zu erwähnen, was ich häufig gebeten werde, was ich vielleicht mal spielen könnte, wäre Haunting Ground. Ist auch eher so ein Spiel nach dem Motto, du kannst dich nicht wehren, aber die Bedrohung ist halt da. You know? Deswegen, ach, hier sind die ganzen Mistdinger. Zusammen mit euch Gobbeln, Viechern. Glonk. Achso, da komme ich so hin. Und klonk, 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 klonk. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass das Spiel hier schlecht ist oder irgend sowas in der Art, um Himmels Willen. Der Artstyle ist geil. Die Musik ist gut. Achso. Oh nein. I will hide. Oh nein. Was soll ich nur machen, wenn der Schmörbler auf einmal ankommt? Ah, er ist sogar hier irgendwo in der Nähe. Jo, ich muss hier so oder so hin zurück. Ergo, wenn mich Captain Fuckface jetzt gleich meint, angreifen zu müssen. Käse hat offenbar gerade Spaß. Ah, ich habe dich da hinten nicht mal gesehen, Junge. Das ist auch so ein kleiner Faktor, ne? Ich kann diesen Penner nicht mal sehen durch viele Sachen, aber er sieht mich dann auf einmal. Aber gut, Speedrun-Tactics. Habe ich ja nichts gegen. Sind wir ein bisschen schneller. Sind wir wieder zu der Tuse zurück. Gubi hat den Fahrstuhl wieder sonst wohin gefahren. Der olle Arsch. Zieh ab. Oh, ich bin Spoopy. Oh, ich weiß nicht. Zu Anfang war es dann noch richtig spooky, muss ich sagen. Die ersten beiden Kapitel super gut. Aber das Kapitel hier ist einfach so gruselig wie Bioshock. Moin. Die Vorgeschichte. Ja, ich weiß nicht, kann man die hier, kriegt man die hier irgendwo mit? Also man kriegt ja immer nur durch die Sound, durch die Aufnahmegeräte so dann und wann mal was mit. Aber man, so richtig Backstory hat man ja bislang noch nicht wirklich mitbekommen, oder? Jetzt muss man meine Axt wieder abgeben. Die da oben? Die Dudes? Kill the Butcher Gang! Okay. Ja, Combat ist hier ja. Ah, heil dich schon. Geht doch. Also basically ist es Hit and Run. Es ist irgendwie, als würde ich Call of Duty spielen. Du wirst getroffen, geh kurz in Deckung, tot. Okay, vergiss es. Oh, wirklich? Moment, wo hat sie mich jetzt? Wo bin ich hier? Ach, hier oben. Wo kommt man hier nicht mit? Ach, schade. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mich schon... Zieh ab, you fuck! Meine Güte.
Habe ich irgendwas am Combat verpasst, was irgendwo essentiell ist? Ich meine, ich kann nur angreifen, oder? Irgendwie eine Waffe? Nee. Also irgendwie was anderes, was mehr Reichweite hat, mehr Schaden oder so. Vor allem jetzt kommen hier die ganzen Gegner, die auf irgendwie mehr aushalten. Na, komm her. Let me hit you. There's one dead. Na komm. Heilung bitte. Kann ich auch rückwärts? Na, ein bisschen. Meine Musik ist echt gut. Die ist echt bedrohlich gerade. Das muss ich ja mal echt sagen. Ich wünsche nur halt, wie gesagt, Combat an sich wäre irgendwie sinnig. Okay, wie viel Schaden hat dieser eine Angriff jetzt gerade gemacht? Uiuiuiuiuiuiuiui. This is fun. Combat here is fun. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, Combat sollte kein Teil dieses Spiels sein. Es ist irgendwie, hau zu und hoff, dass du nicht getroffen wirst. Ja. Heul nicht so rum. Hör auf rumzuheulen. Nervensäge. Spawnt ihr random? Das Gefühl, die spawnen random. Shit. 3. Da habe ich ihn getroffen. 4. Fünf, Alter. 5 Hits. Laufen wir ein bisschen um euch rum, ne? Okay. Habt ihr Spaß? Ihr Viecher. Der letzte war ein bisschen hartnäckig. Cool. Hey, Krager. Here's the lift to descend to the depths. Und the depths are 14?
Eine Tommy Gun, also dann hätte ich hier nur noch Jojo-Referenzen gebracht. Ist auf jeden Fall ein Safe Point. Cool. Ein Herz. Meine Güte, was hat sie denn? Okay. Darf ich anmerken, sie riecht sich immer auf, wenn ich laut bin? Gut, dass das nicht laut ist. Nach Spaß. Na komm, rein da. Hat doch da gerade was gesehen, oder? Ja, da ist wer. Kommt der an mir vorbei? Wie viele von diesen Herzen soll ich eigentlich mitnehmen jetzt? Ich hab eins. Okay, dann. Ich hoffe, der dreht sich nicht einfach um. I would be fucked. Glücklicherweise zählen offenbar aber sie hören nicht zu seiner Stärke. Ah, nee, der geht da langs. Oh fuck. Okay, der geht da lang. Kein Herz. Ich laufe dem einfach hinterher, ne? Ein bisschen bedeckt halten, nur um sicher zu gehen. Das war nicht gut, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Ah, nö, da ist er ja. Chillt sich seine Zone. Oh. Wie viele brauche ich von den Dingern? Irgendwo ja eins übersehen haben. Okay, ich kann hier drin eh nicht rennen. Und soweit ich das sehe, ist er auf einem vorgefertigten Pfad. Macht's mir natürlich ein bisschen einfacher.
Aber irgendwo hier muss noch mindestens eins sein. Ah. Okay, es muss noch irgendwo eins sein. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich ihm jetzt mitten in die Arme laufe. Wobei, was soll mir schon passieren, ey? Jetzt bin ich wieder so auf Tour mit ihm. Ja, da ist er. Da ist der Dude. Hätte schwören können, hier wäre was. Moment, da? Hier eins übersehen? Nee. Wo habe ich das letzte übersehen? Oder vorletzt? Ah, hier ist noch eins. Ah, okay. Idee gut, Umsetzung. Nee. Return to Angel. Okay. Jetzt muss ich nur hier rausfinden. Ah, hier. Bye, mein Dude. Ich meine, die Idee ist nice, dass das Ding einen sichtbaren Lichtkegel hat, so mit dem Projektor. Die Idee ist super geil. Die Umsetzung jedoch easy. Also, da ist ehrlich gesagt wenig Bedrohung hinter, wenn du erstmal siehst, dass der sich nicht umdrehen kann. Dann rennst du eigentlich die ganze Zeit nur hinter ihm her und guckst dich um. Ich weiß nicht, vielleicht wenn er sich ein bisschen eher umschauen könnte, vielleicht wäre das nochmal so ein kleiner Touch, you know? So, dass man tatsächlich die Bedrohung hätte von dem Ding. Aber so, ich weiß nicht. Das war pretty whack. Aber Props für die Idee. Ja, stimmt, erinnert ein bisschen an Tresorschädel. An Captain Brotkasten. Good old times. Haben wir es jetzt? Nö. Where is it? You little twat. Dropbox. Was? Hä? Hab ich doch gemacht. Hä? Was? Return to Angel. Okay. Hä? Ziel ist immer noch dasselbe. Achso. Okay. Nö. Da soll ich jetzt hinlaufen. Ne, Gubi? Tja, Gubi, so sterben wir wohl.
Wir fallen ganz schön lange. Gubi, was machst du da mit meinem Gesicht? End Chapter. Und das war Bendy and the Ink Machine. Kurzer Anmerk. Es gibt keine Möglichkeit, wie du einen Fall in einem Fahrstuhl der so lange gefallen ist, überlebst. Egal. Egal wie lange. Es gibt keine Option, das zu überleben. You die. Dein gesamter Körper muscht sich einfach, allein durch die Fallgeschwindigkeit, muscht sich dein gesamter Körper bei Aufprall platt. Also, technisch gesehen hätte das jetzt auch das Ende sein können. Es ist Chapter 3, also da kommt halt noch Chapter 4 und 5. Aber wie gesagt, das ist so ein kleiner Plotknacker, wo mir ein bisschen auf den Keks geht. Und generell, also Chapter 1 und 2 waren super. Die hatten super Artstyle, die Rätsel waren ganz nice. Ja gut. Das Problem ist, Combat ist da. Das heißt, man muss es leider auch mit zum Gesamten packen. Und Combat ist hier eine Sache. Es ist hauen und hoffen, dass du nicht getroffen wirst. Mehr ist da nicht bei. Leider. Ich wünschte mir, da wäre mehr bei. Aber an sich der Stil, der visuelle Stil ist geil, der Audio-Stil ist geil. Vor allem, wie gesagt, der Stil carried halt sehr viel an sich von dem Ganzen. Und, ja gut, das, was ich schon besprochen habe mit hier Captain Inky Stinky und ich bin da, töte dich, aber du spawnst in 2 Sekunden wieder neu, ist so eine Sache. In Bendy gibt es keine Physics. Du überlebst, egal wie. Aber ja, das war Bendy and the Ink Machine. Also zumindest Chapter 1 und 3. Und 4 und 5 sollen irgendwann jetzt noch kommen. Ich bin ganz ehrlich, es war nice. Die ersten 2 Chapter hast du wirklich so muffiges Gefühl an der ganzen Sache. Chapter 3 überstate sein Welcome dann doch so ein bisschen leider. Ich weiß nicht, also Level Stage Kapitel 3 geht einfach ein bisschen zu lange, als dass es gesund ist. Das Ende ist irgendwo. Du wünschst dir eigentlich nur, dass es vorbei ist. Da hättest du ruhig 2-3 Tasks rauslassen können. Zum Beispiel dieses Kämpfen gegen diese Viecher, das hättest du rausschneiden können. Die Stelle mit dem Kamerakopf, die war ganz nice. Aber wo du mit der Spritze rumrennen solltest und die Viecher da, die Klumpen auf, das hättest du auch streichen können. Unnötiger Fluff. Schön, dass es da ist, aber irgendwo leider ziemlicher unnötiger Fluff. Denn, was war da noch? Mit den Axtdingern, mit den Pappkameraden, das fand ich noch ganz nice. Das hatte was, wo man dann nochmal zurück muss. Aber an sich ist es nice. Es ist jetzt, der Artstyle carried halt, wie gesagt, sehr, sehr viel. Und das macht es auch richtig. Und Chapter 1 und 2 waren persönlich noch meine Favoriten. Wie Chapter 4 und 5 werden wir dann ja sehen. Ich werde sie mir wahrscheinlich holen, wenn sie rauskommen. Weil, es hat mich, es ist interessant. Ist auf jeden Fall mal was Neues, so ein bisschen. Finde ich nicht schlecht. Der Untergang von Bendy sei. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwo so ein bisschen kann man sich die Story, glaube ich, schon so aus den Haaren ziehen. Was jetzt in 4 passiert, weiß ich nicht. Aber in 5 wahrscheinlich brennt am Ende die ganze Bude down oder sowas. Und du denkst dir, boah, geil.
Set this house on fire, fire, fire. Aber mal gucken, was habe ich denn da? Ich habe gerade, mir fehlen noch 15 Achievements? What? Das halte ich ja jetzt für ein Gerücht. Bring home the bacon. Hearing voices, tea time. Das sind solche super geheim wahrscheinlich. Inner Child, will ich wissen, wie garantiert irgendwie. The taste of home, bring home the bacon. Wenn 0,6% der Leute dieses Achievement haben, dann will das heißen, dass das, warte mal, das sind sogar die, die ich nicht hab. Das kann ich jetzt hier sehen. The Creator. Keine Ahnung, was das ist. Es sind alles Unbekannte. Jeremy finden ist auch eine Trophy. Ach, was hätte das gedacht? Man behind the curtain, Knickknack, Paddywhack. Turn it up. Turn it up. Aber ja, an sich, ganz nice Spiel, ganz süß. Und, heute ist auch noch relativ früh. Oh, ich wollte eigentlich schon seit Tagen mal Far Cry 4 anspielen. Wisst ihr, ich glaube, wir schmeißen gleich mal Far Cry 4 an, weil es ist mir gerade noch zu früh, den Stream zu beenden. Weil, ja, wir haben Wochenende und es ist noch nicht mal 8. Aber ja, Bendy und Ink Machine, durchaus nice. Freue mich auf mehr. So viel dazu.